für die Leute von unterwegs. Ja. Hallihallo. Hallihallo. Ein fröhliches Grüß Gott aus Rostock nach Bremen. Ja, hallo, hallo Eckart, moin, ne? Moin. Was ist die Lage? Ich mache hier. Lage. Kleine Lage brauche ich mal, eine große Lage. Wollte ich gerade sagen, machen wir eine Lage klar. Fünf Bier, weil jetzt hier die Antrix, diese Antragskiste, die nervt ja. Die geht ja nur noch gar nicht mehr, ne? Nee, also das. Diese Antragskrise, mit der wir hier zu tun haben, ne? Die ist wirklich Wahnsinn. Die letzten beiden Alben waren noch nicht so gut, insofern. Stimmt. Das ist schon eine Krise. Genau, das klingt alles wie das erste Album. Nee, aber ich habe mir jetzt auch Anträge gestellt. Ändern sich die Anträge jeden Tag? Kommt es neue Anträge? Anträgen auf. Ja. Und dann lädt man was hoch, dann kriegt man. Hast du das mal gemacht, diese Corona-Hilfe beantragt? Ich habe es ausgefüllt und nicht abgeschickt, aber jetzt habe ich jetzt gehört von einem Kompagnon hier, was man da so für Antworten kriegt und was man dann da, was dann da abgefordert wird, dann kriegt man 15 weitere Formulare und ich habe jetzt gehört, dass vor allem was jetzt die ganze Kommunikationsbranche betrifft und die ganzen Einzelunternehmer, Solo-Selbstständigen, dass es im Grunde so ist, dass du Geld kriegst, wenn du irgendwelche Räume mietest oder Angestellte hast oder irgendwelche Maschinen hast, also wenn du eine Kfz-Werkstatt hast, aber so, was ja bei den Großteil der Leute, die wie ich so Einzelkämpfer sind, ist das ja totaler Humbug, weil natürlich solche Kosten habe ich gar nicht, ne? Und haben auch die meisten anderen nicht so, ne? Und das ist also ein bisschen skurril, muss ich sagen. Als Selbstständiger hast du ja keine Miete effektiv. Oder du nee, dein Büro, was für eine Miete? Du musst dein Büro natürlich ausrechnen, wie groß ist dein Büro. Habe ich nicht. Was für ein Büro? Achso. Was für ein Haus aus? So wie fast alle, die ich kenne. Und dann irgendwie so. Ja, aber ein Büro hast du nicht. Nee, okay, ich habe zum Beispiel ein Büro. Ja, ich hätte ein Büro gehabt jetzt. Ja. Oder dann eben und solche Sachen, ne? Oder irgendwelche Lohnkosten Fahrzeugpark oder ich weiß nicht was. Also oder irgendwelche Maschinen, ne? Also wenn ich jetzt so ein Bäcker wäre und hätte so eine Brötchenformmaschine, dann könnte ich die wahrscheinlich das Benzin, was da reinfließt, weiß ich nicht. Oder den Teig kann ich davon. Bestimmt lecker, ja. Auf jeden Fall, die ganzen Leute, die so Wirtschaft 2.0, die haben sowas gar nicht, solche Kosten. Also deswegen ist das. Ja, also wir haben ja sozusagen wir sind ja mit Angestellten hier gesegnet und die werden es genau das geht eine es muss ausrechnen, aber wenn man mehrere Teilzeitkräfte hat, müssen wir zum Beispiel die wie heißt das VZ ja. die VZ Äquivalenz Vollzeit Äquivalenz VZE das wäre sozusagen das VZE, ja? Das steht da wirklich drin. Da musst du, die VZE wäre dann. Ja. Warte mal, mal gucken, ist das die VZE? Also, es gibt auf jeden Fall, wenn du zum Beispiel du hast drei Halbzeiten. Nicht VZE. Nee, du hast drei Halbtagskräfte, dann sind das 1,5 Vollzeitkräfte. Das ist eine Textaufgabe. Da muss man die Stunden zusammen rechnen und dann gucken, ich glaube, auf 37, auf 40 Stunden oder 37,5 Stunden oder so. Also das ist hier Teilzeitkräfte bitte in Vollzeitäquivalenz VZE umrechnen. Ein VZE entspricht einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden. Auszubildende können eingerechnet werden. Das heißt, du müsstest sozusagen das durch deine Stunden durch 39 teilen, also deine Gesamtstunden der Angestellten durch 39, dann hast du den VZE. Und der ist bei irgendwie nicht so hoch, aber kannst du sozusagen so eine Vorteile beantragen, weil du ja laufend, also wir haben ja zum Beispiel Mietkosten und so, und die kannst du dann, also das sind ja so Kosten, die monatlich anfallen und die dann irgendwann nicht, oder Beratungskosten oder weiß ich, die Kosten für irgendwie Microsoft Office 365 oder so ein Kram, ne? Oder was man so alles so, wie sich hier anschaffen kann irgendwie und was Geld kostet. Das kannst du musst du dann sozusagen gegenrechnen gegen die Einnahmen. Und wenn du da zum Minus kommst, also dann hast du eben sozusagen dann hast du sozusagen Anspruch, genau. Und wenn du Angestellte hast, dann kannst du ja Kurzarbeit anmelden. Das heißt, du bist die Gehälter mehr oder weniger los, es sei denn, du stockst auf 80 oder 100%. Ne? Also das heißt 67% oder 60% bei Angestellten ohne Kinder und 67 bei Mitkindern, also 67 bei Mitkindern, dann kannst du aufstocken. Das heißt, sonst kannst du freiwillig noch was zahlen an deine Angestellten und dann haben die halt ihren vollen Lohn oder 80% ihres normalen Lohns und
Dann kannst du als, also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, als Selbstständiger kannst du, glaube ich, sofort auf Hartz IV gehen, also auf Arbeitslosengeld 2. Ohne, aber das ist ganz interessant, weil du kannst es sofort beantragen, ohne Einkommens, ohne Prüfung deiner Rücklagen, ohne Prüfung deiner Größe deiner Wohnung, ohne Prüfung deiner, der Einnahmen deines Lebenspartners oder so, ne? Also, oder. Das ist schon mal gut, so. Das heißt, du kriegst das Geld mehr oder weniger jetzt erstmal, ich glaube, bis, lass mich lügen, September oder so, kannst du es, glaube ich, so kriegen. Das heißt, die prüfen erstmal gar nichts, wenn du sagst, du hast jetzt irgendwie kein Geld auf der Naht. Und das gilt für Leute mit Angestellten eben auch. Bei uns wäre es dann halt, weil wenn du als Inhaber sozusagen einer GbR sozusagen dein eigenes Gehalt, kannst du natürlich darauf kannst du keine Kurzarbeit anmelden. Dann musst du halt als Eigentümer auch gleich in Arbeitslosengeld 2 gehen. Genau, das habe ich nämlich auch schon gehört, dass sie dir dann sagen, alles andere, was jetzt nicht diese Kosten sind, die eben wirklich, was weiß ich, Lohnkosten, Maschinenkosten, irgendwie sowas, dann musst du da sozusagen, dafür gibt es dann andere, da musst du dann, das heißt so wie üblich, wie sonst auch, ganz normal, entweder Hartz IV oder eben Sozialhilfe oder sowas, ne? Und Ja, es ist nicht ganz einfach, ne? Also wirklich nicht. Also in den Medien wird es jedenfalls anders. In den Medien wird es ein bisschen anders dargestellt. Das ist ich jetzt deutlich einfacher und irgendwie so ein bisschen hemdsärmeliger, als wenn es einfach jetzt so eine schnelle Soforthilfe wäre. Ja, wird wohl schnell ausgezahlt, habe ich gehört. Ne? Es gibt nur ruckzuck ist die Kohle auf dem Konto. Aber da musst du siebenmal ankreuzen, dass du deine alles besten Gewissens und gemacht. Also das ist alles nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt. Ansonsten Subventionsbetrug nur mindestens 5 Jahre Haft oder so. Also immer schön aufpassen irgendwie. Ich meine, du kannst ja auch gar nicht absehen, sagen wir, okay, ich weiß, okay, Mai, Juni, Juli verdiene ich irgendwie so gar nichts, ne? Also alles abgesagt, irgendwie keine Kohle, Auftraggeber zahlen nicht mehr, weil selber irgendwie in Krise, ne? Und dann kommt einer und sagt, hier, ich habe noch einen fetten Auftrag für dich im Juni oder Juli. Das kann ich ja jetzt nicht absehen, weil das gilt, ne, wenn ich den Antrag jetzt im April stelle, dann gilt der erst ab Mai, 1. Mai, ne? Das heißt, die Gelder, also dass die Einnahmen ab 1. Mai bis dann 31. Juli, das wäre der Zeitraum. Und wenn du sagst, im Juli kriege ich einen dicken Auftrag rein und ich kann meine Kosten decken, also meine Miete und so, dann musst du wahrscheinlich einen Änderungsantrag stellen oder sofort zurückzahlen oder so. Weil sonst bist du da im Knast oder ich weiß nicht, wie schwer das geahndet wird, aber das weiß ich auch nicht. Dann musst du es dann auf jeden Fall würde ich schnell zurückzahlen oder irgendwie mal Bescheid sagen. Ist nicht ganz ohne. Und ich habe jetzt gelesen gestern, es gibt ja jetzt diese Leopoldina-Studie oder diese Studie von diesem Rat, ne? Und hast du sicher auch mitverfolgt, was jetzt da so, was ja Frau Merkel als Grundlage für ihre kommenden Entscheidungen nimmt, diese Studie ne? Vom Rat der Wissenschaften, das ist ja die Leopoldina. Und da wo schon unter anderem drin, dass die sagen, unter Berücksichtigung aller Sicherheitsmaßnahmen könnten die sich vorstellen, dass ab Mai wieder Reisetätigkeit in Deutschland stattfinden könnte. Würde ja heißen, dass dann auch Geschäfte und so weiter natürlich auch wieder öffnen könnten zum Teil und so, ne? Und mal gucken. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird, weil jetzt kürze ja dann diese Entscheidungen anstehen, ne? Und ich glaube, für Mittwoch oder für Donnerstag sind so ein paar Entscheidungen angekündigt. Bin mal gespannt. Gucken. Ja, schwierig, ich kann ja gar nichts sagen. Weil bisher war die Wahrnehmung noch eine etwas andere, fand ich. Das, wie gesagt, aber aus dieser Studie geht das klar hervor, dass die das sagen. Ne? Und dass die sagen, Reisetätigkeit innerhalb Deutschlands könnte ab Mai unter Vorsichtsmaßnahmen wieder stattfinden. Genau. Okay, dann kann ich ja wieder an die Ostsee fahren oder sowas und da statt könntest du theoretisch, aber ich darf keine Leute treffen oder so. Wenn ich richtig verstehe, das ist das, genau. Also mit Mundschutz könnten wir uns sehen, ne, also Küsse nur ohne Zunge und ach, schade. Ja, ich hatte gerade einen Mundschutz, selbst genähten Mundschutz auf. Es ist gewöhnungsbedürftig. Also ich leide jetzt nicht unter Erstickungsanfällen oder so, aber es ist Spaß. Es ist nicht so, also so mit schön mit bunten Stoff da zu genäht, irgendwie mit viel Liebe und so. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, das im Supermarkt aufzusetzen, aber wenn es sein muss, meinetwegen, ne? Du hast ja schon mal einen. Ja, wir haben jetzt 4 Stück hier zu zweit und die muss man dann irgendwie auskochen oder irgendwie in die Mikrowelle legen oder irgendwie in die Sonne oder über Nacht einbuddeln. Auf jeden Fall, dann ist wieder, kann man wieder ertragen.
Auf jeden Fall mehrfachverwendung, genau. Du meinst wie so ein, in die Mikrowelle, wie so ein Kirschkissen oder so? Wieso, ja, kann ich mir sagen lassen. Okay. Mhm. Ja, genau, das, was war sonst noch los? Was habe ich denn noch gehört? Warte mal eben, irgendwie war noch, haben wir noch tolle Themen. Ach genau, wir haben Metal haben wir doch wieder was, ne? Genau. Yo. Alles über Anthrax, das Fernsehen für True Metalheads. Massenhaft mega harte Killer-Lieben und ultra brutale Kundenschläger. Keep it heavy and bang your fucking head. Jetzt mit Ass-Kicking Art und Evil Eckhart auf Last Exit Adana. Ja, genau, Anthrax in the House. Es gibt zwei Metal-Bands, die sich jetzt Covid-19 genannt haben. Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen, ne? Aber Coronavirus gab's schon. Was ist denn eine Black-Metal-Band, Coronavirus? Da hattest du doch mal so einen Gag geschickt, irgendwie ganz am Anfang zu Coronavirus. So ein alter Metal-Typ da mit Kutte sagt, Coronavirus. Ah ja, yeah, I saw some opening for Anthrax in 1984 oder so. Oder ich kann mich nicht daran erinnern, aber hast du geschickt? Ja, könnte sein, dass ich sowas geschickt habe. Ja, da wusste keiner, was das ist. Fand ich damals bestimmt auch lustig, aber ja, jetzt ja. Nicht mehr, ne? Naja. Genau, also Coronavirus gibt's schon irgendwie. Das ist irgendwie depressiven suicidal Black Metal. Und kommen angeblich ihrer selbst gestrickten Legende aus Wuhan. Ne? Oh, bitte. Ach komm. Laut Metalhammer, The End is Near ist der einzige Song. Und jetzt gibt es zwei Gruppen, die sich nach Covid-19 benannt haben. Sind so Ein-Mann-Formation irgendwie aus Russland und die haben auch gleich zwei EPs eingetrügelt. We All Die und so. Collapse of the Planet. Die Bands, letztendlich ist es ja so, dass alle die meisten Bands wie Mayhem oder das, was ja immer irgendwie Bezug auf Extremthemen nehmen, genau, so ne? Grim Reaper klopft an die Tür, ne? Also so ja. In der Tradition, dass sich dann gleich zwei Bands irgendwie um Covid-19 prügeln. Stimmt, es gibt auch sowas wie Cancer Barracks, glaube ich. Cancer Barracks, das ist so Punk, ne? Ja, Cancer Barracks gibt es auch. Und gibt's auch. Was weiß ich, alle möglichen Krankheiten, wenn er ja gerne benutzt und auch gerne mal irgendwas mit Nazis und so weiter und so fort. Ja. Also das sind Themen, wenn er gerne mal genommen, um so ein paar Platten zu verkaufen. Gerade im Black Metal Bereich oder so. Ja, genau. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man da zumindest ein paar Alben verkauft, ne? Oder T-Shirts, vielleicht mehr T-Shirts als Alben wahrscheinlich, aber Also das war fand ich irgendwie Acid Death gibt's auch, kennst du Acid Death noch? Das war wahrscheinlich irgendwie das klingt so nach 90er irgendwie. Acid Death. Dass sie kein Acid, dass sie wahrscheinlich gegen Acid sind, gegen die Band oder was? Oder gegen die Musik oder? Gegen LSD oder was? Weiß ich nicht. Gegen LSD, ja. Es gibt Cytotoxin. Was ist das denn? Das ist auch ein geiler Bandname. Ja. Burned off. Es gibt noch auf jeden Fall ein neues Album von Five Finger Death Punch. Weißt du, bist du Fan von der Band? Ich finde die hier ganz cool. Was ich gut finde, sind die Videos, die Songs weniger, muss ich sagen. Ach so. Ja, die neue Platte raus, F8 heißt die Platte. Kam jetzt irgendwie vor kurzem raus. Irgendwie fand ich eigentlich ganz geil. Ich wusste gar nicht, dass sie auch so Power-Balladen haben. Also, da muss ich sagen, fand ich ganz geil. Ich wollte auch einen Song auf die Playlist packen, genau, A Little Bit Off, ist das so eine Powerballade irgendwie, so ist richtig, richtig, wo man denkt, gleich geht's los, dann geht's doch nicht los.
kennen wir aus einem anderen Kontext. A Little Bit Off können wir auf die Playlist packen, also von Five Finger Death Punch. Und das Video zu der Single, sie ist, glaube ich, Full Circle, fand ich auch sehr geil. Also es ist ein bisschen gemacht wie das Video zu Motley Crue Home Sweet Home, also sozusagen diese ganze Aufbau-Arie, ne? Inside Out, sorry, Inside Out ist die Single. Home Sweet Home, wo schnell durchlauf so ein Zeitraffer gezeigt wird, wie die Bühne aufgebaut wird und am Ende rocken die Jungs dann da irgendwie auf der fertigen Bühne irgendwie sehr geil gemacht. So, also geiler Gitarrist, Solo, einfach geile Soli irgendwie. Ich stehe auf diese Gitarren-Soli. Muss ich mir einfach auch mal abgewöhnen, aber irgendwie komme ich da nicht von weg. Warum denn? Ja, aber es keinen interessiert. Es interessiert ja keinen. Also Gniedel, nur Gefiedel, keiner hat Bock drauf, so richtig. Ne? Gniedel, nur Gefiedel. Die haben letztendlich, du stehst da auf der Bühne, machst dein Solo, letztendlich interessieren nur die Leute, die Gitarre spielen. Ne? Also, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, Frauen oder so, die fahren da, glaube ich, nicht so drauf ab irgendwie. Aber irgendwie, ich habe ja jahrzehntelang meine Arpeggien in die Tüten hier so geübt, aller irgendwie Malmsteen. Genutzt hat es nichts, ne? Weil dann irgendwann war ja irgendwie 1990 dann immer alles vorbei. Aber ich stehe halt noch drauf und ein schönes gepflegtes Metal-Solo, ne? Natürlich. Man zeigt, was man kann. Fand ich auf jeden Fall war ich echt überrascht irgendwie. Ich habe noch eine andere Band, die ich entdeckt habe, Hero aus Dänemark. Single Avalanche, können wir auch mal posten. Fand ich sehr geiler, das ist so ein Nu-Metal, also wir promoten das ein bisschen. Das ist eine Band, die Metal Hammer sagt, das ist viel zu soft und poppig, ne, und überhaupt nicht Vision sagt, überhaupt nicht gar kein Alternative, dann kannst du nur noch bei der Bravo fragen, ob die was machen. Das ist super geile Musik, aber echt so schwer zu promoten, weil die Leute sagen, ja, es ist sehr hart, aber sehr poppige Melodien. Und das ist ist ja nur leider mal angesagt, aber absoluter Twitter. Twitter, ne? Genau. Also Hero. Kommt noch an, was du sagen wolltest. Genau, es ist so eine. Ich hört mal rein. Also ich höre ja auch. Also Hero, die Platte heißt, muss ich mal kurz gucken, weil ich das vergessen habe. Die ist jetzt gerade erschienen und zwar heißt das Album Bad Blood. Genau, kann ich nur empfehlen. 3. April. Cool. Genau, hört mal rein. Aber jetzt nicht wie Nickelback oder so, weil du sagst irgendwie Rock doch, hart, ein bisschen, aber ja, ein bisschen. Doch, so ein bisschen. Ja, doch, ein bisschen. Ja. Na gut, könnte auch trotzdem gut sein, ja. Genau, nicht so, eigentlich nicht unser Ding so, aber man muss doch mit der Zeit gehen. Und so, ne? Ach Gottchen. Ja. Nee, das ist dasselbe wie bei Five Finger Death Punch, wo ich auch, da bin ich so ein bisschen raus, weil ich bin ja leider so ein bisschen oldschool und Thrash und diese Sachen und so und das ist ja durchaus eine melodiösere, ich würde auch sagen, ehrlich gesagt, Five Finger Death Punch aus meiner Sicht auch so eine etwas poppigere Schiene. Ja, absolut. Ja. Und auch wenn die Optik sehr hart ist und so, sagen wir mal fast so ein bisschen wie früher Suicidal oder sowas, oder ich weiß gar nicht so, was wäre da noch. Ja, richtig. Also, so ne, vom das hat man, häufig jetzt, ne? Ja. Gibt's auch diesen kennst du Post Malone zum Beispiel, der sieht ja auch so aus, als wenn er ganz gefährlich wäre, macht aber so sehr, sehr gefällige Popmusik so, ne? Und das ist so. Genau. Habe ich gestern zum Beispiel einen Film gesehen, ja, genau. Post Malone, ist verstorben. Der ist auch. Oder? Der ist verstorben. Post Malone, nee, verwechsel ich gerade hier. Nicht, dass ich wüsste. Der spielt zum Beispiel in Spencer Confidential mit. Neuer Film auf Netflix jetzt gerade mit Mark Wahlberg. Toller Film. Ja. Kann ich auch nur empfehlen. Ja. Toller Actionfilm. Post Malone, das stimmt, ja, den ganzen Gesichtstattoos, ja, ich weiß wieder, alles klar. Mit bürgerlichem Namen Austin Post übrigens, habe ich jetzt festgestellt, wurde nämlich in den Credits so genannt. Sehr gut, die Credits, weißt du, die Credits sind ja bei solchen Produktionen immer länger als der Abspann bei Avatar, ne, weil irgendwie, dann haben wir das hier auch schon mal drüber gesprochen, dass du bei diesen ganzen Hochglanzproduktionen da irgendwie, du holst dir, meine CDs holst du eh keiner mehr, ne, aber im Angenommen, du kaufst dir die CD, ne, und dann holst du das Booklet raus und das rollt sich so runter, dieses Gatefold, dieses gefaltete Booklet und dann steht da, okay, der macht nur die Drums auf Track 1 und 4, der macht nur die Heilräume auf Track 3 und 8, der macht nur die Background-Gesang irgendwie Mastering hier und tralala, ne, also da sitzen irgendwie hunderte von Leuten an so einer Pop-Platte und geschrieben hat den Song auch nicht selber. Ja, genau. Aber das klingt trotzdem toll. Genau, das ist natürlich... ich hatte nämlich in dem Kontext auch nochmal ganz kurz The Strokes, neue Platte, wurde super gelobt von in der Süddeutschen. Ich weiß, The Strokes haben ja sozusagen diesen Indie-Rock da so erfunden. Alles, was danach kam, war ja dann irgendwie so in den Fußstapfen von The Strokes aus New York.
Die erste Platte, ich habe mir die damals gekauft, diese 2001, die Is This It, fand ich aber, ich habe es nicht verstanden. Und die neue Platte finde ich auch scheiße. The New Abnormal. Kann ich nichts mit anfangen. Also ich weiß nicht, ich höre da immer nur, das klingt alles gleich. Und was ist das für Mucke? Ja, also welche Richtung? Alternative Rock, ne? Also, ach so, alles klar. Okay. The Strokes, die Schlaganfälle auf Deutsch, nicht so meins. Ja, vom Namen her kann ich mich noch erinnern, aber ich weiß nicht mehr, was sie für Mucke machen. Ja, okay. Ja, siehst du. Nee, ja. Ansonsten haben wir, habe ich zu Anthrax habe ich selber gar nichts, ich weiß gar nicht. Nö. Die kommen halt aus der Krise raus, die sitzen ja auch in New York irgendwie, die sind noch New Yorker. Teilweise, ne, zumindest, also ich glaube, was haben wir letztes Mal gehabt? Ich glaube, Charlie Benante sitzt, glaube ich, in New York, ne, und so. Scott Ian, oder wie spricht man den? Scott Ian, ja. Ian. Und Joey Belladonna ist ja ganz woanders, er hat doch irgendwie nur hat er nicht so ein Side-Project gehabt irgendwo auf dem flachen Land oder so, also jedenfalls hatten wir auch letztes Mal drüber gesprochen. Ja, Back to the wo die genau sitzen. Ja. Nicht mehr in Brooklyn. Nicht mehr in Brooklyn. Immer die in Ground Zero. Brooklyn. Ja. Okay, hast du da was zu Metal? Sonst, weil ich hab jetzt nichts mehr. Okay. Hi, this is Rene Shades from Pretty Maids. You're listening to Last Exit Andernach. Don't listen to this shit. Put on some vinyl and listen to real rock and roll. Ja, schön, danke auch. Rene Shades von Pretty Maids. Kein Hörer von uns, wie so viele. Nee, anscheinend nicht. Wir sollen lieber ein bisschen Vinyl. Habe ich richtig verstanden? Ich spreche ja kein Englisch. Wir sollen lieber Vinyl auflegen, ne? Ja, wir sollen lieber was Schönes. Hat er gesagt. Hat er gesagt, ja. Put on noch eine schöne Schellack-Platte auflegen. Ja. So mit mein kleiner grüner Kaktus. Pretty Maids, die waren, glaube ich, eure Tour absagen. Es gibt ja jetzt Stichwort, was macht man in der Corona-Krise? Autokino, ne? Die haben jetzt, die erleben ja sozusagen ihr absolutes Revival. Jetzt habe ich gesehen, auf Eventim wird verkauft, die ganze Alligator, der Rapper, spielt in Düsseldorf im Autokino jetzt die zweite Show irgendwie, ne? Weil, das ist ja cool. Pressetext Eventim, tja, und weil die Tickets tatsächlich weggingen wie Schlaftabletten und Rotwein, hat Alligator soeben ein Autokino-Zusatzkonzert bekannt gegeben. Am 24. April. Ganz, ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte, im Autokino, er steht dann sozusagen auch vor der, also im Dunkeln, vor der Leinwand und rappt. Und, und dann hat er dann im Hintergrund läuft dann irgendwas, was cool ist. Irgendwelche also flotten Bilder, ein Video, ne? Oder so. Warte mal, Tickets sind nicht verfügbar. Ach, das ist ja schade. Warte mal, was kostet denn der Spaß? Moment. Ah, Alter! 89,99 für ein PKW mit maximal zwei Personen. Ui. Was ist das für ein Quatsch? Okay. Und dann sitzt du im Auto. Ja. Naja. Immer gut, da passen nicht so viele Leute rein, wie viel Auto. Das passen, dann, wenn du ein Konzert machst, das müsste ich aber schon sehr gelangweilt sein. Nee, aber das heißt, es passen ja weniger Menschen rein, weil die alle im Auto sind. Ja. Ne? Warst du schon mal im Autokino? Ja, früher. Mhm. Ich war in den USA auch mal im Autokino. Das war richtig geil. Ach so, das ist natürlich richtig. Ja, früher, da gab's eine kleine Heizung rein und einen Lautsprecher. Weil du durfst den Motor ja nicht laufen lassen. Nee. Licht aus, Idiot. Auch nicht rumfahren währenddessen. Aber schön Fernlicht an. Ja. Mach das Fernlicht aus, seh nichts, das blendet. Nee, genau. Und dann kam irgendjemand, hat noch was verkauft oder so, glaube ich. Also als ich in Rostock neu war, da gab es ja auch im Industriegebiet ein Autokino, war ich auch mal. Da konnte man sich hinten in so einer kleinen Bude, ganz am Ende konnte man sich noch so Sachen kaufen. Und ansonsten hattest du das einfach nur im Autoradio, hast ein Radio eingeschaltet und konntest das da hören. Ach, im Radio? Und, hatten die extra so eine Frequenz und da konntest du dann den Ton zum Film empfangen. War ganz geil, hab ich einen Horrorfilm. Ja, dann war ich wohl länger nicht. Ach so, dann war ich länger nicht im Autokino, weil das mit der Radiofrequenz kenne ich nicht. Ja. Ist aber wie gesagt, gibt's auch schon lange nicht mehr, leider. Ja, wäre jetzt ja wieder eine Geschäftsidee. Ja, ist total. Also ich meine, es gibt ja noch welche und die machen jetzt gerade den Profit ihres Lebens irgendwie. Weil, das wünschen, weil Alligator da schon ausverkaufte Auto. Ja, ist ja eine tolle Sache. Ja, cool.
Genau, nee, das schreibt immer neue Blüten. Ich habe, was ich total geil fand, das ist eine aus dem Silicon Valley eine neue Idee von und zwar kann man jetzt gegen eine Spende ein Lama in den Business Video Call mit einladen. Das heißt, Ein Lama, ja, das heißt, das Lama wird gefilmt, also während du dein Video im Kopf. Nee, kein Witz, das ist geil. Du hast da irgendwie eine große Videokonferenz und einen Lama. Und das kann man dann irgendwie. Das heißt dann irgendwie, dass das Projekt heißt Goat to Meeting. Tolles Wortspiel. Goat to Meeting, Ziffer 2. Und das kann man für $100 kann man eine Ziege oder ein anderes Tier aus dieser Farm, also das ist so eine Art Gnadenhof, glaube ich. Das ist kein Witz. Gnadenhof. Ja. Das ist die der Tierfarm Half Moon Bay heißt die. Und die Idee ist halt irgendwie gar nicht schlecht irgendwie. Also das sind, warte mal, Sweet Farm heißt es, glaube ich. Da werden landwirtschaftliche Nutztiere aus unzumutbaren Haltungen gerettet und das dient halt auch einem guten Zweck so, ne? Also wenn ihr nächstes Mal eine Videokonferenz macht, dann einfach mal checken irgendwie, Lama, was habe ich gesagt, Goat to Meeting. Mal, ich glaube, das gibt auch eine Website dazu von Sweet Farm und dann kann man da verschiedene Tiere mieten und dann wird es lustig. Also es gibt hier so Schweinchen, was ist das? Truthahn, ach so, Katzen. Was ich mich gerade gefragt habe, ob die Domain Gnadenhof wohl schon weg ist. Also als Agenturname, Agentur Gnadenhof. Das könnte besser so eine coole Werbeagentur für Leute über 30 so. Also Gnadenhof, minus Niedersachsen. Kriegst noch frei anscheinend. Okay. Gnadenhof Tiermarketing. Nee, Gnadenhof Papillon. Hilfe für Tiere in Not. Gnadenhof Papillon. Emmerich. Papillon muss ich gleich wieder an den Film mit Steve McQueen denken. Und mit Dustin Hoffmann. Da, Gnadenhof.de. Gnadenhof Sonnenschein, was ist das? Oh Gott, was ist das denn für eine Website? Ach du Schande, nee. Die sieht ja aus wie 1982. Gnadenhof. Das könnte auch eine CD von Laibach sein. TSV sagt Gnadenhofchen. Ach so. Ah ja, ist tatsächlich ein Gnadenhof. Oh Mann, die brauchen echt Geld. Oder? Ja. Naja, egal, das ist ein bisschen älter hier. Also auf jeden Fall, wie gesagt, Videokonferenzen aufpeppen irgendwie mit lustigen Teilnehmern kann man doch mal machen. Ja, da bieten sich ja viele Sachen an, also da könnte man ja noch ganz andere Sachen anbieten, ja, stimmt. Mir fällt da jetzt auch einiges ein. Irgendwelche Verwandte, die ein bisschen eigenartig sind oder so ein... Man weiß es nicht. So einer Pupsburger Augenkiste, ein paar Puppen, die da mit... Ja. Die da rumtanzen oder so. Oder ein Gebrauchtwagen, der ab und zu hupt oder so. Ja. Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut. Oh. Das. Ja. Das kam unvorbereitet. Na sowas. Entschuldigung. Wollen wir was Trauriges anfangen oder mal was Fröhliches? Sag du. Fröhlich. Okay. Darfst du was? Ja. Achso. Eigentlich nicht, aber ich sag's trotzdem. Die Känguru-Chroniken habe ich geguckt. Oha. Ist ein Film über diese Serie, diese Bücherreihe, die es da gibt, ne? Und da geht's ja um so ein faules, sprechendes Känguru und das lebt bei so einem Berliner Großstadt, ich sag mal so ein Single, so ein frustrierter Berliner Großstadt-Single und den beiden passieren halt gemeinsam so lustige Begebenheiten die ganze Zeit, ne? Und, also das scheint ein Prinzip zu sein, was wohl bei der Bevölkerungsmehrheit wahnsinnig gut ankommt. Wenn ich jetzt danach gehe, wie viele Bücher es da gibt und wie viele, was weiß ich, CDs und so, ne? Und ich kenne jetzt erstmal richtig nur den Film und der Film konnte jedenfalls mein Herz nicht begeistern. Das ist halt so das Klischee Berlin, weißt du, was man so aus irgendwelchen Vorstellungen so aus der Provinz vielleicht kennt. Es ist halt so ein runtergerocktes, ich glaube Neukölln/Kreuzberg, wo die da leben. Ich habe es gelesen, glaube ich, das Buch damals. Das ist ein älteres Buch, ne? Ja, es gibt ja mittlerweile, glaube ich, 50 von diesen Büchern. Und das ist so wie man sich das, glaube ich, vorstellt, wenn man so aus Süddeutschland zuzieht oder so. Und das ist halt, dann ist eine Szene drin, ich dachte, ich gucke nicht richtig, die ist komplett aus Pulp Fiction geklaut.
Und zwar geht es da um diese, kennst du diese Szene aus Pulp Fiction, wo der Papa von Bruce Willis, also wo Bruce Willis so eine, als Kind so eine Armbanduhr geschenkt bekommt, sein Vater im Vietnamkrieg im Hintern getragen hat. Im Hintern? Also diese Szene, im Arsch. Ja, im Arsch. Und diese Szene ist also auf 5 Minuten aufgeblasen in diesem Film drin. Ach. Und nicht mit einer Uhr, sondern ist anders, also egal. Was? Ich habe es schon wieder vergessen, ich habe es verdrängt, weil das so schrecklich war alles. Und es ist alles so B-Qualität. Und dann ist es so, dann sprechen die alle so versuchen Hochdeutsch zu sprechen, aber dann ist immer so schwäbischer Akzent zwischendurch, süddeutscher Akzent zwischendurch, so ein Singsang. Also das ist eigentlich das Witzigste an dem Film, dass sie nicht wirklich Hochdeutsch sprechen. Und das ist, also für mich ist das komplett unwitzig. Aber ich weiß, dass alle anderen drüber gelacht haben, alle anderen freuen sich drüber. Also ist auch okay so. Meins ist es nicht. Also ich kann auch sagen, das Känguru ist Kommunist. Ja, das ist ja, das ist Anarchist, ne, glaube ich, oder? Ja, oder Kommunist. Nee, Kommunist. Kommunist. Ach so, Entschuldigung, ja. Eher der dieser Berliner Typ, der ist, glaube ich, dann Anarchist. Ja, und ach Gott, ich finde das alles schon scheiße, aber ja, ja. Also schon vom Erzählen ist es schon langweilig. Das ist also, keine Ahnung, was da, aber es ist wahrscheinlich, weil das in Berlin spielt und weil alles so lustig ist. Ich habe keine Ahnung. So. Ich habe nur gesehen, dass der auf Sky irgendwie, statt im Kino jetzt auf Sky läuft irgendwie. Ich glaube, der ist auch relativ teuer. Ich glaube, den Preis ist im Kopf, aber es war, glaube ich, nicht ganz wenig, was man dafür zahlt. Das Geld weg muss, ne, auf jeden Fall gucken. Ja, also auf jeden Fall ist es jetzt anscheinend irgendwie durch die Kinokrise oder durch die geschlossenen Kinos ja jetzt üblich, die Filme, die jetzt gezeigt, die jetzt fertig produziert sind, dass die jetzt einfach nicht aufgeschoben werden, bis man wieder ins Kino, bis die Kinos geöffnet haben, sondern dass sie jetzt irgendwie in der Zweitverwertung, sprich im Pay-TV, landen. Wow. Genau, das habe ich nur gesehen, dass das Känguru-Chroniken da jetzt auch irgendwie läuft irgendwie. Dann habe ich jetzt zu Ostern die Passion. Weitermachen oder willst du erstmal was erzählen? Mach mal. Ich habe zu Ostern die Passion Christi geguckt, hatte ich dir ja schon erzählt. Ja. Das ist der Film von Mel Gibson von 2004. Hast du auch gesehen? Ja, damals schon. Ja, von 2004. Ja. Also 16 Jahre alt, genau. Ja. Und hat sich auch gut gehalten. Ist immer noch ein 1A-Splatter-Film, würde ich sagen. Also der geht so in Richtung Saw, würde ich sagen. Wenn man jetzt areligiös ist und mit dem Thema nichts zu tun hat, dann würde ich sagen, ist das ein Splatter-Film. Also es ist wirklich brutal, das Blut spritzt. Es ist aber die Geschichte sozusagen der Passionsweg. Das heißt ja, alle Katholiken wissen, was es ist. Es ist sozusagen dieser Weg zur Kreuzigung, ne? Und da gibt es ja mehrere Stationen. Wenn man so Wandersmann ist in Deutschland, kann man ja in Jerusalem auch so die, oder wo war das? Was denn? In Jerusalem oder was? Der Weg zu den Bergen. Und das kennt jeder, der hier so in Deutschland oder in Bayern mal irgendwo auf Wanderschaft ist. Dann ist immer so alle 500 Meter so eine kleine Station, so ein Häuschen. Das sind Passionswege, ne? Das haben die früher so religiös abgewandert. Heutzutage machst du das dann halt im neongelben Trainingsanzug. Da hat er sozusagen, das hat er komplett abgedreht und zwar so wirklich absolut kompromisslos, ne? Also mit alles, was in der Bibel im Neuen Testament davor kommt, von also Jesus wird ausgepeitscht, Jesus wird diese Krone auf den Kopf gesetzt aus Dornen, dann man sieht auch, ich finde das so eklig, aber dass man sah bei ihm ja noch die Rippen und sowas, die weißen Rippen, alles, so alles. Das fand ich so, mein lieber Schwan, da hat er immer wieder alle Register gezogen. Ne? Aber es steht 1:1 so in der Bibel drin, ne? Ich habe das als Kind, also jeder, der Katholik ist oder der irgendwie Christ ist, hat das ja als Kind so gelesen oder erzählt gekriegt. Und auch so zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, dann am Kreuz, wo Jesus dann ist die Seite offen an den Rippen, dann wird da noch so ein Schwamm gegengehalten und dies und jenes also es ist einfach zum ersten Mal so, ist einfach zum ersten Mal so 1:1 verfilmt worden, ne? Und das muss ich sagen, also ich finde das super, also mir hat es gut gefallen, einfach weil die Geschichte einfach so kompromisslos erzählt wird, ne? Und man kann das, kann man erfinden, wie man will. Ich weiß, dass viele auch Mel Gibson total ablehnen. Ja, viel Kritik, weil das so brutal dargestellt wurde, was da also dass das so nochmal nochmal rein in die Kerbe irgendwie, diese brutale Hinrichtung oder, manche haben es auch als antisemitisch empfunden, aber wobei ich nicht weiß, was da antisemitisch ist. Es ist halt die Geschichte, ne? Es ist halt sozusagen, in der Bibel steht halt drin, dass die Pharisäer die Bösewichter sind in der Geschichte, ne? Also die Pharisäer und dann gibt es ja noch Pontius Pilatus, der sich die Hände in Unschuld wäscht und ist ja mittlerweile alles sprichwörtlich geworden, so, ne? Also die Römer und die Pharisäer sind 1a die Bösen, ne? Kann man ja finden, wie man will, aber es ist jetzt nicht, das hat jetzt nicht sich Mel Gibson ausgedacht oder so, ne? Wenn hat sich das die Bibel ausgedacht.
Und also ich fand es sehr beeindruckend und das mal wieder zu sehen und naja, also das ist so schon derb. Also ich muss Apokalypto muss ich ja sagen, den gucke ich auch immer wieder gerne, weil der ist ja einfach so in seiner, wie soll ich sagen, Vehemenz ja irgendwo, oder wie soll man das nennen. Also der ist ja kompromisslos ohne Ende. Ja, also ganz genau. Wenn man den Film zum ersten Mal sieht, ich weiß nicht, viele haben ihn noch nicht gesehen, aber der man denkt, das ist ja wie, also es steigert sich bis also von leichter Gewalt bis in den Exzess irgendwie. Es geht ja um die, ich glaube, es war Inka oder die Maya, das ist ein Volk irgendwie in Südamerika, die da, die, wie auch immer, die sozusagen ihren Opferkult da befrönen und es ist ein halber Road-Movie, kann man das sagen? Ja, also ist jedenfalls die Geschichte von diesem katastrophalen Entwicklung, dass die immer Menschenopfer ständig bringen und so, ne? Und aber ich fand das auch ab 18 sein, oder? Ist der nicht ab 18? Müsste ab 16 sein. Das ist genau, das müsste theoretisch ab 18 sein. Theoretisch müsste die Passion Christi auch ab 18 sein. Ich habe das zu meiner Frau gesagt, dass normalerweise wäre das ein Film, den würdest du, das geht in Richtung Torture Porn. Das würde sozusagen Torture Porn. Das wäre eine absolute, das sind diese Filme, die so stark, wo der Splatter im Mittelpunkt steht, ne? Und das sind Filme, die normalerweise ausschließlich auf DVD oder eben auf Streaming veröffentlicht werden. Da gibt es auch keinen anderen Markt für. Ne? Also es gibt dann treue Fans sozusagen für diese Art von Film, aber ist halt eine Ausnahme, weil es um die Bibel geht, aber ansonsten, also vom... Also Apokalypto ist hier FSK 18 tatsächlich. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Die Passion Christi aber theoretisch auch sein. Ich weiß es aber nicht genau. Gucken, das ist ja ein Ding. Ich hätte jetzt wieder gedacht, dass sie da wieder Kompromisse machen. Oder Passion Christi, mal kurz gucken. Das ist ein FSK. Das ist FSK 16. Ach, tatsächlich, okay. Da gibt es dann ja wahrscheinlich einen feinen Unterschied. Weil es um Religion geht oder was, ne? Keine Ahnung. Ja. Also für mich wäre das ganz, ganz kleine 18. Das ist schon derb. Also das ist wirklich so, dass auch ich als sozusagen gestandener Horrorfilm-Fan musste ab und zu mal weggucken, weil das wirklich. Weißt du, kriegt der Jesus da vom Römer die Peitsche um die Ohren gehauen und dann sind da so kleine Haken dran, bleibt das stecken und so. Also es ist unappetitlich, wirklich. Also es ist nicht erfreulich. Allen Feinheiten. Ich hab den Tiger King mal gesehen, endlich, da reden auch alle drüber, auf Netflix. Also das geht ja um diese, um den Tiger King, ist sozusagen ein Besitzer eines Raubkatzenhalter, genau, der hat so eine Art Zoo irgendwie, er bezeichnet das als Zoo und züchtet da Tiger am Fließband irgendwie und verkauft die dann an Zoos und macht da irgendwie Führung und das ist alles irre, also das ist ich muss sagen, vorweg, das ist eine einzige Freakshow, ne? Also man kann sich das und lockt da, glaube ich, so junge Mädchen an, die das ganz toll finden. Ja, ne? Irgendwie so, er selber ist ja schwul, ne? Also der Tiger King ist ja homosexuell, da geht schon los, ne? Der hat irgendwie einen Mann geheiratet, also seinen Freund geheiratet, und dann kommt so ein junger Sonny Boy, ich glaube aus Kalifornien, aus San Diego oder irgendwo, wie auch immer, der dann auch in diesem Park arbeitet bei ihm, und den verliebt er sich auch und dann heiratet er den auch noch. Da gibt es eine Hochzeit mit drei, also zu dritt. Also das ist immer, also natürlich nicht offiziell, aber dann, also das ist so, also eine der Skurrilitäten. Aber es ist einfach eine reine Freakshow. Du kannst es, also man muss es einfach mal. Ich habe zwei Folgen geguckt und es gibt halt dann noch ein oder zwei, die dann noch zwei weitere Männer. Der erste, glaube ich, Tiger King ist, glaube ich, in Texas oder in der Nähe von Texas irgendwie. Also Quatsch, er ist in, und da gibt es halt noch in Florida, glaube ich, noch einen. Und die alle ähnliche Parks da betreiben. Und der eine ist irgendwie auch wegen Kokainhandel irgendwie zu 20 Jahren verurteilt, aber ist wieder draußen, fährt einen dicken Bentley und nimmt tierisch Eintritt. Das heißt, wenn die Leute da rein wollen, irgendwie, ich finde den halt so begeistert, weil sie so da irgendwie kleine Babytiger, ja, also genau, also die Leute zahlen 300 und mehr Dollar Eintritt pro Person, weißt du? Tatsächlich. Ja, also irre viel Kohle, die da teilweise gemacht wird. Ich glaube, beim Tiger King nur gesehen, was da los ist, und dann züchtet er eben diese kleinen Tigerbabys, macht dann auch, die kann man dann streicheln, in den Arm nehmen und Fotos machen, und die sind dann aber natürlich nur so irgendwie 12 Wochen lang niedlich, dann wird es irgendwie schwierig. Aber so lange kann man mit denen halt Geld machen irgendwie, ne? Weil man kann eine ganze Gruppe da von Kindern, die können dann die halbblinden Tiger da alle in den Kreis, die ganzen Besucher drumrum und streicheln denen, und
Also und dann, dann gibt es ja eben noch diese andere, die Frau, die, die er da bekämpft oder die ihn bekämpft, da gibt es so eine Fehde irgendwie, wo, das ist so eine, die macht so Animal Shelter, also eine, jetzt habe ich den Namen vergessen, also die wird sozusagen, die hat ständig klagt und so weiter, dass der, dass er da irgendwie Tiere misshandelt und sie selber macht das irgendwie in Grün, also sie nimmt halt nur Tiger auf, die den Leuten zu groß geworden sind und wie die rufen dann bei ihr an und sagen, ja, hier, ich habe vor einem halben Jahr einen Tiger gekauft, der ist meine Zwei-Zimmer-Wohnung jetzt ein bisschen zu groß, ne? Und dann nimmt sie den halt, nimmt sie die halt in den Park, also in ihren Park auf und macht dasselbe in Grün und schleust die Leute da durch und lässt die Leute umsonst für sich arbeiten. Da kannst du sozusagen irgendwie 2 Jahre erstmal Praktikum machen, ohne Geld, ne? Dann kriegst du ein grünes T-Shirt oder was war das? Verschiedene T-Shirt-Farben. Und dann, weil die dann so angefixt sind von der Idee irgendwie. Und und dann in der Folge 2 wird dann auch gleich einer Tierpflegerin der Arm abgebissen und so. Also, Das habe ich schon gehört, ja. Das wird ja sozusagen, ich merke, dass das in allen Kanälen, allen amerikanischen Talkshows wahnsinnig gelobt wird. Oder also zumindest wird aufgeregt darüber gesprochen, was das für eine irre Show ist. Und also alle gucken das im Augenblick, die alle zu Hause sitzen jetzt auch, die ganzen Superstars und nicht arbeiten können. Die gucken alle jetzt diese Serie und finden das ganz auf jeden Fall sehr aufregend. Also das sind 8 Episoden und genau, und Carol Baskin ist, glaube ich, die Frau, die sozusagen die Crazy Cat Lady, die sozusagen das letztendlich dagegen vorgehen will und dann gibt es, glaube ich, ich habe es noch nicht weiter gesehen, aber es passiert dann wohl noch, er sitzt am Ende im Knast irgendwie wegen Mord an ihr, ne? Okay. Verurteilt wurde, aber ich habe sie noch nicht so weit, habe es noch nicht alles gesehen, aber auf jeden Fall also eine absolute Freakshow. Man sollte nicht glauben, dass das irgendwie, dass man schon alles gesehen hat irgendwie, wenn man das nicht kennt irgendwie. Würdest du empfehlen? Ja, würde ich sagen, ja, kann man auf jeden Fall mal reingucken, also braucht man starke Nerven, also ist nicht für jedermann. Ja. Also auf Netflix, Tiger King. Schön. Genau. Dann würde ich noch was empfehlen, und zwar ein Film von 1980, der jetzt oder schon seit einiger Zeit wieder in restaurierter, langer Version vorhanden ist, wo er verstümmelt war, und zwar Big Red One. The Big Red One von Sam Fuller ist die Geschichte des Engagements der 1. US-Infanteriedivision in Afrika und in Europa im Zweiten Weltkrieg. Und Hauptrolle hat damals gespielt Lee Marvin in seiner letzten Rolle. Lee Marvin kennt man vielleicht so aus diversen Western von früher und auch so Kriegsfilmen und so, eher 60er, 70er Jahre. Ne, hat so eine ganz raue Stimme, wurde damals in diesem mal von Otto Walkes veräppelt, da gab es diesen Song Wandering Star, ne? Und den hat da habe ich Lee Marvin eigentlich erst kennengelernt, ne? Über Otto. I was born. Oder? Denkt ihr nicht so komisch? Ja, genau. Ach, das darf er nicht singen, ja, stimmt. Ne, und im Grunde immer so dieselbe Rolle gespielt, Lee Marvin, ne? Immer so ein stoischer Polizist oder Soldat oder was auch immer, so Zigarrenstumpen im Mundwinkel, ne? Und so der erfahrene Führer von so einer Fronteinheit halt und ja, das macht er hier auch wieder, kreuz und quer durch Europa. Und geschildert werden halt die Erfahrungen von Sam Fuller, diesem Regisseur, der eben ganz viele Western und so gedreht hat und der selber in so einer Einheit war. Und da werden im Grunde werden da so anekdotisch seine Erlebnisse erzählt, was ein bisschen komisch anmutet, wenn man den Film so sieht, weil man wundert sich, was das jetzt soll. Und das sind einfach nur die Erlebnisse von diesem Regisseur. Und das Ganze ist eben so geschildert aus der Zeit, bevor es eben solche Riesenproduktionen gab, wieder wie Saving Private Ryan oder Band of Brothers. Also 80er Jahre war eigentlich überhaupt keine Zeit für Kriegsfilme. Die Kriegsfilme gab es halt in den 60er Jahren, 70er Jahren und dann wieder jetzt in der heutigen Zeit, ne? Und zu der Zeit, und man kann halt mal sehen, wie sozusagen die Landung in der Normandie dargestellt wird, wenn man keine finanziellen Mittel hat, das darzustellen, weil das sozusagen völlig weit weg ist von Saving Private Ryan, wo wir ein Riesengewitter am Strand erleben, ne? Und in dem Film ist es halt, dann versuchen sie das halt eben mit 10 Leuten und mit ein paar Explosionen umzusetzen. Aber trotzdem spannender Film und Sam Fuller, toller Regisseur. Mhm. Und jetzt eben der Film 40 Minuten länger in so einer rekonstruierten Version. Und ja, wie soll ich sagen, Lee Marvin finde ich immer ein Gewinn, immer gut, schön ihn zu sehen und tolles Gesicht. Genau. Wir haben noch gesehen, die Getriebenen, ne? Das war jetzt die TV-Film über die Flüchtlingskrise von 2015 irgendwie aus aus der Sicht der Politik, irgendwie aus der Sicht der Kanzlerin irgendwie. Ich hatte den Trailer gesehen und dachte, oh Gott, was ist das denn? Weil ich fand die Schauspieler irgendwie so, die sahen so ein bisschen komisch aus irgendwie, weil es spielen wirklich alle mit,
ne? Also von Horst Seehofer über Angela Merkel, über Sigmar Gabriel und Altmaier. Ja, nicht zu vergessen. Genau. Herr Altmaier auch verblüffend Altmaier. Echt, oder? Ja, hatte der einen Schnauzer damals? Ich weiß ja, der hatte einen Schnauzer irgendwie. Aber das ist vielleicht auch nicht so relevant. Auf jeden Fall dieser dicke Mann mit dieser etwas, wie sagt man das, beschädigten Lippe. Peter Altmaier, genau. Mit der Hasenscharte. Also sehr authentisch fand ich das, ja, genau. Kommt übrigens, heute ist ja Mittwoch, ne? Mittwoch um zwei, also heute um 20.15 Uhr läuft das Ganze. Also am 15. April um 20.15 Uhr, das im Ersten, die Getriebenen, und ich fand's eigentlich ganz geil, weil man da wirklich mal gesehen hat, was da so, wie das so aussieht, wenn Horst Seehofer mal ausschläft und dann irgendwelche Anrufe verpasst von Frau Merkel. Ja. Und die ganze Geschichte dahinter, es ging ja auch, glaube ich, daran, dass Ungarn für eine große Rolle gespielt hat. Weil die ihre Grenzen ja geschlossen haben und dann in der Nacht- und Nebelaktion mit Bussen alle an die deutsch-österreichische Grenze gefahren haben, die Geflüchteten. Und dann die alle hier vor der Tisch, also hier sozusagen empfangen wurden. Ja. Und ich habe das, ich weiß, das ist ein ziemlich langer Film. Du hast ihn auch komplett gesehen, ne? Oder? Ja. Ja. Ich würde es auch wirklich sehr empfehlen. Toller Film, fand ich, insbesondere, weil man einfach auch mal so die privaten Befindlichkeiten und Beweggründe der Leute so ein bisschen klar kriegt. Also wenn das auch nur annähernd stimmt, dann ist es wirklich ein Insider-Blick. Es beruht ja, glaube ich, auf so einem neuen Buch, was es jetzt gibt, ne? Das ist wirklich klasse, weil man so sieht, wie Frau Merkel sich privat bewegt, wie sie dann mit ihrem Ehemann Herrn Sauer auf der Couch sitzt und wie die sich unterhalten. Also wenn das auch nur annähernd stimmt, dann ist es wirklich wirklich sehenswert. Würde es dann echt jedem empfehlen. Und vor allem finde ich schön, dass man sich im Grunde, also natürlich, man bewertet, weil man die Charaktere mag oder nicht, aber ansonsten enthält sich sozusagen der Film eines so moralischer Urteile. Ne? Also man kann dadurch, glaube ich, auch zu unterschiedlichen Schlüssen gelangen. Aber ich fand es toll, sozusagen zu sehen, wie hinter den Kulissen die Abläufe waren. Und zum Teil war es wirklich anders, als ich dachte. Insofern, ich habe dazugelernt. Ich fand's gut. Also Angela Merkel kommt ja auch sehr, 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 sehr sympathisch rüber an diesem Film. Ja, doch, kann man sagen. Ja. Genau. Sigmar Gabriel, den hast du ja irgendwie ein bisschen ambivalent empfunden, glaube ich, hast du gesagt. Also wenn ich, sag mal so, wenn ich jetzt Sigmar Gabriel wäre, hätte ich auf Unterlassung geklagt. Also wenn das auch nur, wie gesagt, ich wiederhole das nochmal, wenn das auch nur annähernd stimmt, was da so erzählt wird, ne, dann ist das auf jeden Fall kein Kompliment. Das muss man sagen. Ja. Ja, okay. Ne? Also aber ich meine, jenseits der Charaktere, die also mal mehr oder weniger optisch gut getroffen sind, muss ich sagen, also die Story ist auf jeden Fall echt cool und sehr, sehr unprätentiös oder sie ist auch nicht irgendwie unaufgeregt, sag ich mal. Auf jeden Fall mal morgen mal reinschauen, die Getriebenen. Schöner. Oder auch in der ARD-Mediathek. Ach genau, da haben wir ihn ja, glaube ich. Da habe ich es geguckt, ja. Da. Und du ja auch wahrscheinlich. Ja, genau. Richtig, genau. Ja, prima. Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächstes Mal machst du die Trailer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Du wolltest aber sagen. Ja, ich wollte nur was, aber das kann ich jetzt auch außerhalb, das macht nichts. Es geht darum, dass Dieter Laser verstorben ist. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Dieter Laser, mit 78 Jahren verstorben, war ein Film- und Theaterschauspieler. Ist 1941 geboren, hat dann bei Gustav Gründgens unter anderem gespielt, hat zwischendurch als Hoteldiener gearbeitet in Hamburg. Dann hat er in vielen Hollywood-Filmen mitgespielt. Insbesondere kennt man ihn heute in der Horror-Community, weil er in den Human Centipede-Filmen, das sind so ganz Kult, die kennst du bestimmt auch, ganz schreckliche Horrorfilme, ne? Da spielt er sozusagen immer die Hauptrolle, ne? Und das war sozusagen der später Ruhm von ihm, dann eben in so einer tollen Serie aus den 70ern, das Blaue Palais hat er die Hauptrolle gespielt. Und wie gesagt, eben auch immer wieder Streifzüge nach Hollywood, mit Burt Lancaster gespielt, mit Julie Christie, John Malkovich, Glenn Close. Tolle Sachen erlebt, auch immer gerne seine Erinnerungen zum Besten gegeben auf irgendwelchen Filmfestivals. In Deutschland, glaube ich, bekanntere Rolle war der Film von Margarete von Trotter, Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Da spielte er, glaube ich, so einen Bildreporter. War eben auch ständig auf irgendwelchen Horror- und Fantasy-Festivals weltweit unterwegs, einfach für diese ikonische Rolle als irrer Arzt in Human Centipede. Und ist jetzt verstorben, sympathischer Typ, hat sich immer auf Facebook ständig privat geäußert auch und so. Und auf Wiedersehen, Dieter Laser, toller Schauspieler. Okay, ja.
Ich habe noch, ich habe noch einen Musiktipp vergessen, und zwar jenseits von Metal. Und zwar, es gibt ja diese berühmte Serie DJ Kicks vom Label K7 aus Berlin. Die machen immer, die laden immer DJs ein, die sozusagen eine Compilation erstellen, also einen Mix machen mit dem, was sie auflegen oder so. Es gibt da noch andere wie Coming Home oder so hier rein oder Next. Auch eine tolle Reihe. Genau, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und es gibt genau diese Reihen, diese DJ-Reihen sind ja normalerweise oft so, sind ja hardmixed in der Regel. Das heißt, du hast irgendwie einen Flow, irgendwie, dass da Übergänge sind, und das ist bei Spotify ja immer schwierig, irgendwie bei Back to Mine ist auch zum Beispiel so eine Reihe, oder und DJ Kicks halt irgendwie das Bekannte die bekannteste eigentlich, die DJ-Reihe. Und jetzt gibt es eine neue Ausgabe von Mr. Scruff irgendwie, den kennen wir vielleicht von Trouser Jazz damals von 2002, die Platte da mit dem Hit Sweet Smoke. Das ist so Acid Jazz, ne, irgendwie kennen wahrscheinlich auch keiner mehr großartig, aber habe ich damals viel gehört und aufgelegt. Und die haben es tatsächlich geschafft, was ich voll geil finde, also auf Spotify diese DJ Kicks von Mr. Scruff als Playlist oder als Veröffentlichung darzustellen, und zwar als Mix mit als gemixt. Das heißt, du hörst Titel 1 und Titel 2 schließt sich so nahtlos an mit dem Übergang irgendwie der beiden, also ne, was man eben beim Hardmixen so macht, dass man eben beide Platten parallel hört und so. Und das haben die echt hingekriegt. Und es ist eine geile Mischung aus Reggae, aus Weltmusik, aus Samba, aus bisschen Trip-Hop, und es ist sehr geil. Finde ich äußerst cool irgendwie. Kann man sich auch mal anhören. Hier immer nur die Filet-Teile rausgenommen. 31 Titel, teilweise irgendwie nur unter einer Minute irgendwie gemixt. Ne? Man nimmt also, schneidet nur das Filet raus aus dem Song und mixt den zusammen. Also ich stehe auf solche Mixed Compilations, und noch mal eine Empfehlung, kann man ja mal rein. Was hältst du eigentlich von diesen sogenannten, was ich ständig jetzt im Fernsehen zu sehen kriege, auf MTV und sonst wo, sogenannten Mashups, wo dann irgendwelche derben Heavy-Metal-Songs gemischt werden mit uralten ABBA-Songs oder anderen Sachen? Nee, das ist ja auch... Das ist eigenartig, was ist das? Nee, das geht dann, das ist dann teilweise, man wundert sich, dass das dann dieselbe Ton hat oder dasselbe Tempo ist, ne, oder dass man irgendwie zusammendengeln kann über wie heißt die Software jetzt? Also das klingt dann alles ganz toll, weil es irgendwie so Witz, aber das ist ja eine Sache aus den 90er Jahren. Mich kriegt das irgendwie so gar nicht, und das ist ja auch hoch, also wenn das damals so mit wie mit Bootlegs oder so, ist ja irgendwie auch äußerst schwer, irgendwas legal herzustellen, weil kein Mensch I Was Made for Loving You mit weiß was ich. Ja, Life is Life von Opus oder so. Ne? Also wirklich ganz schlimm, auch teilweise ganz schlimme Mischungen, so, ne? Wo ich denn, aber. Tja. Ableton Live ist die Software, jetzt weiß ich sie doch. Mein Gott. Ja. Ableton Live ist zum Beispiel ganz kurz, das ist eine DJ-Software. Also wenn du jetzt mal anfängst, du willst jetzt DJen, ne? Du möchtest DJ werden. So, holst dir dann irgendwie deinen Laptop und holst dir diese Ableton-Software. Dann kannst du sozusagen die beiden Tracks, also sagst, okay, ich spiele den Track, danach möchte ich den spielen, ziehst du den darüber, also ziehst du den optisch irgendwie so zusammen, und dann rechnet der sofort Tempo und Tonhöhe aus, dass es passt. Das heißt, du hast irgendwie den absolut geilen Mix, ne? Also es klingt mega geil. Kannst du ein bisschen die Bässe rausziehen und sowas, und dann musst halt nicht mehr viel machen. Ne? Also das heißt, früher war das, ich habe ja auch mal aufgelegt, wie du noch weißt, irgendwie, und mit zwei Plattenspielern wohlgemerkt, und das ist halt schon ein bisschen schwieriger, ne? Weil irgendwie, ich hatte ja seinerzeit gedacht, ich werde mal DJ, ne? Weil ich ja schon so lange Gitarre spiele. Warum nicht? Haben wir erstmal zwei Technics-Plattenspieler gekauft und einen schönen hier DJM 500 von Pioneer, einen Mixer. Und dann habe ich gemerkt, es kann ja nicht so schwer sein, zwei Platten ineinander zu mischen, und ich bin verrückt wahnsinnig geworden. Ne? Ich habe echt, bis man das drauf hatte, bis man merkt hat, okay, die Platte ist schneller und welche ist schneller, welche ist langsamer, wo ist die Eins, ne? wo muss ich rein mit der, wann muss ich die Platte loslassen, und wann, hat echt gedauert. Und man hört ja manchmal noch, auch bei Sven Feth oder irgendwelchen anderen bekannten DJs, richtig so Fehler, wo es dann ding, ding, weißt du, wo denn leider noch irgendwie noch eine Achtelnote dazwischen ist. aber man kann natürlich... Auch sympathisch. Ja, absolut, ja, da merkst du, okay, der macht das noch Handarbeiter, ne, also die DJ Kicks hier ist wirklich perfekt gemischt. Genau. So, was ist mir noch aufgefallen? Ach so, genau. Ich bin ja öfter mal
mache gerne mal einen Ausflug in die Psychologie. Jetzt hocken ja viele Paare und so aufeinander in ihren Wohnungen. Ich glaube, das dürfte irgendwie, gerade wenn du in einer kleinen Wohnung bist und nicht so irgendwie nicht raus darfst oder so, ist das, glaube ich, echt eine psychische Belastung oder so. Ne? Ich würde sagen, das betrifft, kann man sich, oder? Ich stelle mir vor, dass die Nerven so nach 3 Wochen langsam ein bisschen blank liegen. Und ich hätte mich mal interessiert irgendwie für toxische Beziehungen, ne? Ich weiß nicht, warum sucht man sich immer den Menschen, der ihm nicht gut tut, so, ne? Also das ist ja sozusagen oft der Fall, ne? Und das liegt eben auch so, du weißt jemand, der ignoriert dich, ne? Ich kenne das von zu Hause, ne? Das ist irgendwie, verliebst dich in einen Mann oder eine Frau und die ist irgendwie ziemlich abweisend oder der oder die, ne? Und das kennst du halt von einem Elternteil vielleicht, und ich meine, es ist wahrscheinlich Küchenpsychologie, aber man landet dann echt immer wieder in diesen Beziehungen, weil man das kennt, weil man sagt, okay, das ist ein Muster, was mir bekannt ist, und durch meine Eltern, und es sind immer die Eltern leider. Und aber es ist irgendwie mal eine Zeit, dass sich da so mal so, also ich finde das immer gut, wenn man sich Gedanken macht, um was, warum man mit wem zusammen ist und wie, ob es funktioniert oder nicht. Ne? Weil ich kenne auch viele Beziehungen, in denen ich das beobachte. Ne? Also ich weiß, ob du das kennst, also dass man sagt, okay, das ist ein Ungleichgewicht irgendwie in der Beziehung. Ja. Und das ist ja vielleicht ob es denn daran liegt, dass man das einfach aushalten will oder weil man es kennt oder weil man nicht dran will oder weil man dann irgendwie ein großes Fass aufmachen muss. Aber ich kann nur sagen, dass das für mich immer irgendwie ich fand es immer sehr hilfreich, wenn man sich da mit seiner eigenen Vergangenheit mal beschäftigt und mal guckt irgendwie, woher kommt das eigentlich. Und nur ein kleiner Hinweis. Es gibt zum Beispiel auch so Beziehungen, Menschen, mit denen man keine Beziehungen eingehen sollte, so Suchttypen halt, ne? So, die, oder die jetzt, also ne, Sucht kann ja alles, ist ja alles irgendwie, die einfach nicht loslassen, Spielsucht, Alkoholsucht, was auch immer, ne? Irgendwie ganz schwierig. Kenne ich auch Menschen, die wo man einfach immer wieder, also versucht, den Menschen zu ändern, geht nicht. Borderline-Symptome kennen wir auch alle, ne? Ganz schlecht, ne? Ich hasse dich, verlass mich nicht, Stichwort. Narzissten, ganz schwierig, kennen wir von Donald Trump irgendwie, kann man auch nicht ändern. Narzissten gehen übrigens auch ungern zum Psychologen, weil denen geht's immer gut. Die sagen immer, Mensch, ist doch toll, warum soll ich zum Psychologen gehen? Läuft doch 1A für mich. Ja. Ganz schwierig, kann ich nur von abraten. Da kann man auch nur weglaufen oder irgendwie weggehen. Passiv und passiv-aggressiv ist auch nicht schön, ne? Also da würde ich sagen, Finger weg. Jetzt habe ich wieder so viel geredet, aber ich fand das irgendwie ganz interessant, gerade mal wieder. Kleinen Ausflug in die Küchenpsychologie. Aber vielleicht fällt einem ja auch ein bisschen was auf jetzt in der Corona-Krise. Vielleicht verstärken sich ja auch irgendwie Dinge und man überlegt nochmal, warum man immer wieder zum selben Art Menschen sich hingezogen fühlt. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt darfst du wieder was sagen. Alles gut. Nicht dein Thema, ne? Glaube ich, ein bisschen ist nicht so. Ist nicht so richtig, nicht so hundertprozentig mein Thema, nee. Wollen wir über Fußball reden noch? Du hättest auch noch was, ne? Achso, ja, ich kann auch kann ich noch was erzählen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Patrick Swayze, dem Fußballmagazin auf Last Exit Andernach. Ja, und zwar ist heute der 25. Jahrestag von Andreas Möllers berühmter Schwalbe. Also eigentlich die berühmteste Bundesliga-Schwalbe, die es jemals gab. Und da hat er, es war also in einem Spiel zwischen dem BVB und dem Karlsruher SC, und Andi Möller war damals für eben Borussia Dortmund tätig. Und das Spiel sollte also auf jeden Fall gewonnen werden, weil es wohl auch gute Karten für den BVB gab, Meister zu werden. Und es stand also schon 0-1 für den KSC, und Möller ist dann einfach in den Strafraum eingebogen, hat ungefähr 1,5 Meter Entfernung von Dirk Schuster. Du bist ganz schlecht zu hören gerade. Oh. Ja, echt? Ja, ist irgendwie was an bei dir? Musst du
Ist irgendwas? Eigentlich nicht. Okay. Okay. Und hat dann also, ja, vielleicht weißt du es ja auch noch, also er hat dann sozusagen eine Schwalbe hingelegt. Also Andi Möller hat dann eine Schwalbe hingelegt, und ja, und hat das sozusagen dann hat dann sozusagen dafür gesorgt, dass das Spiel 1-1 ausging, weil dann eben auch ein Elfmeter getreten worden werden durfte. Wurde dann später dafür verurteilt vom DFB-Sportgericht und wurde für einige Spiele gesperrt, musste eine Strafe bezahlen. Ja, ist sozusagen hat damals ein bisschen den Ruf von Andi Möller ruiniert, muss man sagen. Er wurde auch immer mit Heintje auch verglichen, ne? Weil er so immer so dieses Weinerliche hatte oder so. Ja, genau. War auch ein bisschen weinerlich auch und so, ne? Mhm. Und genau, und das, was soll man sagen? Also so war das. Später hat er dann noch, kommt von ihm noch diese berühmte Stilblüte, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Das war von ihm? Obwohl er behauptet hat, das wäre nicht von ihm, hat er dann irgendwie mal behauptet im Fernsehinterview. Ach so. Und dann hat er wohl auch noch mal irgendwann zwischendurch für die Gäste von einem AIDA-Clubschiff hat er dann noch die WM kommentiert 2006. Also war auch damals noch sportlich auf internationalem Parkett unterwegs. Keine Ahnung, ja. Hm. Also das war eben Andi Möller. Hm. 25 Jahre ist das gewesen. Hm. Berühmteste Schwalbe der deutschen Bundesliga-Geschichte. Hat sich auch nie wieder davon erholt, ne? Also das Image ist immer sozusagen immer nachgehangen. Irgendwie. Ja. Das hat sich irgendwie man konnte ihn auch mal, also auf dem Platz kam immer, ne? So der Gegner reibt sich beide Augen so, ne? Macht so den weinerlichen. Und dann schon gab es Geld für Möller, weil er es voll scheiße fand irgendwie. Ich habe ihn auch irgendwie, ich weiß gar nicht, auch danach auch nicht mehr groß erlebt. Hat er noch viele Spiele kommentiert? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, nee. Ich weiß auch nicht, wo der jetzt gelandet ist inzwischen. Ich weiß, das war damals ein Riesenthema und ja, das war wirklich eine ganz üble Schwalbe und er hat es natürlich ja gut gemeint, ne? Wollte halt seinen Verein tun. Ich weiß nicht, ich finde das so, was ich in England ja geil finde, so das Fair Play ist halt so, finde ich halt so wichtig irgendwie. Das ist halt irgendwie, es wurde in England mal ein Spiel wiederholt, weil irgendwie eine Mannschaft irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das ist, vor ein paar Jahren, die haben einfach einen Einwurf ausgeführt, glaube ich, der dann irgendwie, die andere Mannschaft noch gar nicht so richtig auf dem Plan war, so, ne? Weil man auch gar nicht wusste, was los ist, weil irgendwie ist, glaube ich, ein Foul oder eine Verletzung und dann haben die ganz schnell den Einwurf ausgeführt irgendwie und Tor geschossen und dann fand der Trainer das von der Mannschaft, die jetzt am Ende gewonnen hat, das ist so scheiße. Das ist sowas von unfair und scheiße, dass das Spiel wiederholt wird. Hat sich dafür eingesetzt, das Spiel nochmal das reguläre Spiel, ne? Ich glaube, das war nicht FA Cup, aber ich glaube das Ligaspiel, wurde dann echt wiederholt, ne? Und das finde ich halt in England immer so geil, dass die wirklich dann, dass das Fair Play also sowas von wichtig ist, ne? Und dann, wenn einer, weißt du, wenn du ein Tor mit der Hand erzielst oder so, das ist ja dann auch schon ein WM-Qualifikationsspiel hier. Wer ist Thierry Henry, war das, glaube ich, gegen Irland, ne? Haut das Ding mit der Faust ins Tor, ne? Irland ist raus, Frankreich ist sozusagen bei der WM war das dabei. Bei WM war das, glaube ich. Und dann wird, sagt er, nee, ja, es war kein Handspiel, ne? Und so, ne? Also, und das finde ich halt mega scheiße, so, ne? Also, da kann ich ja gar nichts mit anfangen, ne? Dann würde ich lieber sagen, ey, komm, okay, dann fliegen wir notfalls raus, aber bin ich mir selber noch treu oder so, ne? Bevor ich sowas mache. Klar ist der Druck riesig, ne? Irgendwie, wenn es um alles geht, aber irgendwie ist das irgendwie doch scheiße. Das trägt dir, glaube ich, wenn du ein bisschen noch Skrupel empfindest, dann hast du dein Leben lang was davon. Naja. Aber Fußball wird ja erstmal nicht mehr gespielt, ne? Jetzt gibt es ja Geisterspiele eventuell. Ich glaube, das Problem ist, dass in der dritten Liga und so weiter, ab der dritten Liga ist sowieso schwierig wird, Geisterspiele zu veranstalten, weil die Mannschaften ja die Vereine ja von den Zuschauereinnahmen profitieren, also fast ausschließlich, ne? Und dass sozusagen eigentlich nur die erste Liga und die zweite Liga sozusagen dann ihre TV-Gelder kassieren, aber ab der dritten Liga ist halt nicht mehr viel mit TV. Deswegen gibt es auch wohl keine einheitliche Regelung, aber ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich natürlich schon geil, wenn man Fußball gucken kann wieder hier, irgendwie mit Freunden und so weiter. Aber dann ist ja, wenn dann die Abstandsregelung gilt, dann kannst du dir ja auch nicht dein Wohnzimmer mit Leuten vollpacken. Aber schwieriges Thema. Ich weiß auch nicht. Also für Werder Bremen wäre es am besten, wenn die Liga beendet wird da war ja die Diskussion, dass die ersten beiden Mannschaften der jeweils die unteren Ligen dann aufsteigen. Also das ist sozusagen 20 Teams dann. Das wären, glaube ich, dann Bielefeld und
Ah Gott, wer ist auf zwei in der zweiten Liga? Ach, scheiße, Stuttgart. Dass die dann aufsteigen, also die erste Liga aus 20 Mannschaften besteht, dann die zweite Liga auch aus 20, weil aus der dritten Liga zwei aufsteigen und das dann sozusagen dann das Ganze so beendet wird, dass da keine großen Nachteile entstehen und keiner absteigt, was für Werder ja geil wäre. Aber da können wir auch noch ein paar Räucherstäbchen anzünden und hoffen, dass das so ausgeht, weil ich glaube, wenn die jetzt noch spielen müssen und dann mit ihrem Training zu Hause, ich glaube nicht, dass das so gut ausgeht, ich weiß nicht. Nee, um Gottes Willen. Ja, Löw vom Fernseher und essen Chips, ey, irgendwie, da hat keiner Bock zu trainieren, oder? Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Oh Mann, ey. Okay, dann war's das zu Hattrick, ne? Ja. Das war Hattrick Swayze, unser Fußballmagazin auf Last Exit Andernach. So, jetzt wird es mal Zeit für einen Klassiker, ne? Na logisch. Genau, jetzt haben wir nochmal den Rastermann dabei. Ne? Das haben wir lange nicht gehört. Spiele ich mal ab hier. Jawohl. Irie, Mann, Irie. Last Exit Andernach. Deutscher Clash. Jamaica meets Germany. Welcome to the jungle. Wicked. Rastaman am Gartenzaun. Wir haben Kehr, Woche in Kingstetown. I'm a full Casco soldier. Living in the bungalow. In Gintos Mutus. Hello, I'm like a lion from Pforzheim, coming to you, Germany, hello. I'm Marathon, I'm Gundam Zone, wir haben hier Woche in Kingston Town. Babylon, Sister Cooks, Patties in her new Thermomixer. Ja, immer noch ein schöner Song, ne? Hallo? Ja, hallo. Absolut. Ah, Eckart, da bist du. Genau. Bist du noch dran? Ja. Achso, wir hatten ja letzten Freitag hier Corona-Party, ne, mit ein paar Leuten hier, Burchard live, schöne Grüße und Jaap. Genau, das war da hören uns tatsächlich auch Leute zu, fand ich ja interessant. Und die hatten angeregt, dass wir den Rastermann am Gartenzaun Song mal veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob da schon die Zeit schon reif ist, aber könnte man mal überlegen. Vielleicht, ja. Ja. Wenn wir da noch ein bisschen was Kreatives reinpacken oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Müssen wir vielleicht noch eine zweite Strophe irgendwie erfinden. Vielleicht sowas, ja. Ganz liebe Grüße nochmal an Ulrich Elmers, Entschuldigung, das ist mir Nachnamen genannt, an Uli. Uli aus, Freund aus früheren Zeiten, hat noch einen schönen Buchtipp und zwar von Paul Beatty, Schlechter Tanzen. Wollte ich mir bestellen, habe ich noch mal nicht gelesen. Habe ich nicht bestellt, so habe ich nicht mal. aber kommen immer super schöne Tipps hier irgendwie, weiter so. Whisky-Tipps kommen auch nochmal rein und ja, wir freuen uns auf jegliche Form von Input, würde ich sagen. Auf jeden Fall, natürlich immer. Genau, was mir noch aufgefallen ist, und zwar nochmal ganz kurz zum Thema Politik. Hat mich schwer gewundert, dass es jetzt einen TV-Sender gibt, der noch weiter rechts ist als Fox News, und zwar One America News Network, OAN, ist irgendwie ein neuer Propagandasender, also irgendwie Propagandasender, sag ich mal, in Anführungszeichen, der auf jeden Fall Donald Trump massiv unterstützt. Irgendwie Donald Trump räumt ihm da irgendwie tolle Plätze bei der täglichen Pressekonferenz im Weißen Haus ein und postet auch gerne mal Links irgendwie direkt von diesem TV-Sender. Das ist ein Kabelsender, mit der wohl stark schwer noch von den Einschaltquoten irgendwie zulegt, oder man muss, glaube ich, abonnieren, diesen Sender. Gehört irgendwie irgendwie auch ein Milliardär, soweit ich weiß, und zwar Robert Herring, das ist, glaube ich, auf Deutsch Hering, Herrn Hering, und hat sich daraus jetzt hervorgetan, dass er jetzt auch diese Coronavirus Verschwörungstheorie hier unterstützt, und nachdem der Coronavirus in den USA gezüchtet wurde von chinesischen Wissenschaftlern, und zwar schon 2015 irgendwie in einem Labor in North Carolina,
Antifor habe ich das hier entdeckt. Demnach ist das wohl einer der neuen Player im Nachrichten in der Nachrichtenwelt in den USA. Sehr bedenklich, muss ich sagen. Aber kann man froh sein, dass wir sowas hier nicht haben. Also das. Ja. Ich dachte, noch schlimmer geht's nicht, aber es ist jetzt anscheinend geht's doch. Also gut, können wir mal im Auge behalten. Auf jeden Fall, ja, ich habe das auch nur so mitbekommen am Rande, dass Donald Trump jetzt gelegentlich, wenn er denn mal unzufrieden war mit der Berichterstattung von Fox, weil die nicht ganz so stromlinienförmig war, dann direkt gesagt hat, dass der andere Sender sowieso viel besser wäre. Und, das wird schon was heißen, ne? Ja, ja, das ist schon kaum zu toppen, also ja. Na gut. Tragisch. Ja, schade für Fox News. Ja. Genau, dann da habe ich noch gesehen, und zwar gibt es ja viele Clubs haben halt finanzielle Probleme und so weiter. Ich fand es witzig, ich habe gerade den Newsletter gesehen vom Übel und Gefährlich in Hamburg. Kennst du, glaube auch dieser kleine Club ganz oben im Bunker in Hamburg, in der Feldstraße. Dieser uralte Riesenbunker auf St. Pauli, direkt im Stadion. Kennst du bestimmt diesen alten Dress. Nee, kenne ich nicht, nein. Da gibt es auf jeden Fall jetzt Virtual-Tickets für Virtual-Drinks. Und zwar kann man jetzt hier einen Gin Tonic kaufen für 7,50 Euro und den Übel-Special-Drink Bullenschwein für 7,50 Euro kann man in den Warenkorb hier legen und dann kann man das als Spende zu Hause genießen. Soweit ich weiß, kriegt man nichts geliefert, aber ich habe jetzt irgendwie, schöne Grüße an Sven, irgendwie hat mir erzählt, es gibt auch jetzt Bars, die hier sozusagen deine Longdrinks mixen und die zum Abholen. Weiß nicht, ob die noch schmecken zu Hause, ich weiß gar nicht. Wurde mir zugetragen, aber die Corona-Krise treibt viele Stilblüten, sag ich mal. Ja. Wir behalten das im Blick und in der Hoffnung, dass es vielleicht dann bald sich lockert. Genau. So machen wir das. So, dann sind wir schon am Ende, oder? Hast du noch Ja. Nö, ich bin dann auch durch für heute. Bist durch? Okay. Ja. Gut, dann machen wir das Outro. So. Ja, Mensch, das war ja wieder mal ein ganz bunter Strauß. Spannend. Eine Stunde elf haben wir schon wieder getoppt. Ja, nee, schönen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns ja wahrscheinlich am Freitag auf der Corona-Party online über FaceTime. Genau. Glaube ich. Genau. Ich schicke nochmal die Sachen für die Playlist. Und dann kann man schön Metal hören wieder. Und mehr kann ich auch nicht sagen. Wenn das Geld aus der Corona-Hilfe da ist, gehen jetzt mal einen trinken. Genau. Bestelle ich mir noch eine neue Flasche Dead Rabbit. Nee, mal gucken. Würde ich sagen. Vielen Dank. Auf wieder, Lorge. Wieder, genau. Mach's gut, bleib gesund. Ja. Und keep it heavy. Ja. Dann würde ich sagen, tschüss. Tschüssi.